Du musst vorfahren. Okay, sorry. Ach ja, ich muss ja schon zur Werkstatt, ich muss mir noch schnell reparieren. Ah, ist halt links raus, ne? Ja, ja, weil ich noch schon zur Werkstatt muss. Ja, wir müssen doch davon eh sowieso lang. Also. Ja, ja. Ja, natürlich ist es nicht richtig, wenn man sie grün und blau schlägt, das will ich auch nicht. Hey. Aber es geht um die Erziehung. Es geht einfach darum, man muss dir zeigen, wo es lang geht. Das ist es ja. Aber jetzt mal wieder das Positive aus dem ganzen Thema zu ziehen. Wir hatten ewig lang Sozialpädagogen, also die Sozialpädagogen links. Hatten irgendwie keine Anstellungen gefunden, weil jeder wollte Sozialarbeiter werden und Straßen, also auf der Straße Streetworker. So, und diese ganzen Sozialpädagogen, die haben jetzt wieder Jobs, weil die natürlich als Berater dann in den Schulen eingestellt werden. Das ist das Positive dran. Ja, was aber ist der da, Punkt ist, was ist da positiv dran? Ja, die haben Jobs. Ja, natürlich haben die Jobs. Und was bringt das im Endeffekt? Jobs ist das die eine Sache. Natürlich haben die Jobs. Aber was willst denn du als so Sozialarbeiter? Alleine schaffst doch auch nicht. Also weil der sagt, ehrlich? Hey, weißt du, zu Hause heißt, hey, du darfst mich nicht schlagen. Und außerdem... Ich mach, was ich will. So, und in der Schule sagt er, hey, du bist nicht mein Vater. Weißt du, was meinst du? Ja, genau. So, na, also, wo soll das enden? Wenn ich jetzt das einfach auf mich reflektiere, sorry, aber ich sag ganz ehrlich, ist gar jede Schule hat einen Vertrauenslehrer, okay? So, ich bin nie zum Vertrauenslehrer gegangen, weil ich gewusst habe, den habe ich auch irgendwo in einem Schulfach. So, wenn ich aber weiß, das ist ein Sozialarbeiter, der hat mit meinen aktuellen Schulnoten nichts zu tun und der ist mir vielleicht sympathisch, dann. Ach, seid ihr schon weitergefahren? Ah, okay. Ja, wir warten hier. Ja, natürlich, natürlich, das siehst du so. Du bist der Einzelfall, du bist von 101, wo das so sieht. Oh, boah, ich verstehe. Weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht jeder so. Und schau dir das nochmal an. Also ich wundere mich, wenn ich beim Einkaufen bin, bei Rewe oder Co. Und das oft mitkriege, wie schon Sechsjährige mit ihren Eltern sprechen. Nicht jeder. Man sieht ja zum Beispiel am Leon. Sorry, dass ich dich jetzt als Beispiel nehme. Schlimmer Finger. Nein, dass es auch geht. Ja, ey, der ja. Leon, der war hier auf dem TS, hat die Regel einmal gelesen, dem musste man nicht sagen, hey, es ist schon mal auf die Uhr, es ist 20 Uhr, es ist 21 Uhr, du musst jetzt raus aus dem TS. Nein, der ist einfach gegangen. Eine Viertelstunde vorher schon. Der hat auch nie widersprochen, außer jetzt fängt er langsam an, frech zu werden. Aber das ist ja normal, ist ja cool. Das passt ja auch. Aber er wird frech, aber mit Respekt. Er hat Respekt. Und das ist wieder was, wo ich sagen muss, seine Eltern kümmern sich drum. Ja. Und die Schule, ich weiß ja nicht, wie das in der Schule ist, ob sich da auch drum kümmert wird. Aber es ist halt, ich will jetzt nicht sagen, alle Eltern sind schlecht. Das ist jetzt gar nicht der Weg, wo ich hin will. Sondern man muss, glaube ich, in der heutigen Zeit einfach mal überlegen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja. So. So, die heutige Zeit ist. Hoi, ist der Popper, servus Basti. Hallo Basti. Hallo. Ah, ich muss runter. Hallo. Ja, Leon, was wolltest du sagen? Ja, die heutige Zeit ist schon, ja, schon kompliziert irgendwie. Ja, sagst du, weil du 16 bist. Ja. Na, Leon, wie ist es bei dir auch? Generell, wie ich es auch immer nur vom Hören mit. Einmal rechts abbiegen, bitte. Ja. Da muss ich schon irgendwie Shit sein. So, 21 Tonnen. Ja, aber wenn wir mal von dem Erziehungsthema weggehen, bei den Beziehungen ist es das Gleiche. Man macht sofort Schluss, wenn irgendwas ein blödes Bauchzwicken ist, weißt du? Da hält man nicht durch. Ja, man also, redet heute auch viel zu wenig miteinander. Ja, das ist halt... Heute gibt's ja WhatsApp oder Sitzung. Scheiße, sitzen keine 5 Meter auseinander, aber tippeln die ganze Zeit mit ihrem Handy rum. Ja. Wo ich sage, das ist ja kein Wunder, dass man das Reden verlernt. Also ich habe ab und zu... Weil ich doch ein bisschen ein temperamentvoller Typ bin, habe ich ab und zu das Gefühl oder Angst, dass ich vielleicht zu viel sage, weißt? Auch jetzt meinem Schatz gegenüber, wenn wir da mal Diskussionen haben oder was. Aber wobei ich sagen muss, wir sind jetzt fast 10 Jahre zusammen, ist das so richtig gekracht, dass man sagt, hey, wir trennen uns jetzt und hat es noch nie gegeben, weißt du, was ich meine? Doch, drei ja, für uns nein, große Streits. Das waren große Streits, aber nie, dass wir unsere Beziehung damit in Frage gestellt haben.
Das gab es eigentlich nicht. Streit in der Beziehung gibt es immer. Natürlich, hallo, das stell dir mal vor, das wäre nicht. So, genau. Wir können weiter, ne? So, das fertig. Also stell dir vor, das wäre nicht der Fall. Also dann. Aber ich denke auch, das hat auch damit, glaube ich, zu tun, wo man herkommt, dass es in der Stadt schlimmer ist wie vielleicht auf Land. Auf Land zählen, glaube ich, noch andere Werte. Ich weiß es nicht. Ja, nee, wir sind halt einfach so das Baujahr, wo das halt noch wichtig war, weißt du? Ich sag, du kommst aus einer riesen Großfamilie, du hast dich immer irgendwie arrangiert und also man hat, wenn man aus einer Großfamilie kommt, dann ist man ja. Ja, das ist wieder was ganz anderes. Ja. Also ja. Wir waren sechs Kinder, ich war der Älteste und dann Eltern. Ja, ich weiß, ich bin hängen geblieben. Ich hatte was? Trailer. Nico! Na hopp, gib Gas! Weißbuchig! Nee, auf alle Fälle, es ist halt so, dass bei mir sechs Kinder, ich war der Älteste, ja. Dann Eltern im Haus, Großeltern im Haus. Ja. Und das ist natürlich dann schon eine ganz andere Generationszusammenleben. Und da lernt man das natürlich dann auch, Respekt zu haben. Natürlich haben wir Geschwister auch untereinander viel gestritten, ist klar, mit sechs Kindern, hallo, das bleibt nicht aus. Ja. Aber, wir müssen ja rechts runter. Aber wehe, irgendjemand oder irgendwas hat irgendwie das schwule Blöde über einen von meinen Brüdern oder was, dann haben wir zusammengehalten ja, in den letzten. Ja, ja, genau. Ja. Was das Negative war, dass halt ich als Ältester immer für alles verantwortlich war. Wenn meine Brüder also, und Geschwister was angestellt haben, dann war ich derjenige, ey, der was? Ja, da haben schon. Ja, gut, wobei ich selber schuld bin, ich habe selber jede Menge anderen Scheiß gemacht. Wir haben fast den ganzen Ortsteil von Bäumenheim geflutet, weil wir einen Damm gebaut haben. Mitten im Wald haben wir einen Damm gebaut und die wussten ja nicht, dass das funktioniert. Da waren wir so 9 oder 10 Jahre alt und der Wald war nicht weit das von uns weg. Und dann haben wir einen Damm gebaut, richtig fetten Damm und einen Tag später war alles überflutet. Boah. Boah, Eis. Ja, aber da war das dann nicht gleich so, dass dann die Leute kommen sind und Anzeige und so. Naja, ich glaube, das ist auch das, warum es heute nicht mehr so klappt wie früher, weil halt jeder Kleine, egal ob er, sobald er 14 ist, sofort Anzeige. Ja. Ist er 12, sofort Jugendamt. Ja. Früher gab es das zwar aus Jugendamt und so weiter, aber man ist nicht immer gleich krank, weißt? Dann hat es unter den Familien, was, ihr Schüler, ihr Sohn hat meinen Sohn in der Schule das Brotzeit geklaut oder an Boden geschmissen oder irgendwas. Ja, dann geht man heute immer gleich zur Polizei und zum Anwalt und Jugendamt, oh, was sind das noch für Assis und bla bla bla. Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil einfach, ja, die ja von Haus aus schon abgestempelt werden. Großfamilien sowieso, das war schon immer so. Ich habe die Wendung auch, also als ich nur bei meinen Eltern gewohnt habe, über den Gartenzaun, ganz ehrlich, im Reihenhaus, so, die Nachbarn, 20 Jahre lang, super geiles Verhältnis. Und dann ging es darum, auf irgendeinen kleinen Nonsens, weißt du, wo man sagt, hey, wegen sowas verkracht man sich doch nicht. Dann hat wirklich. Na, ernsthaft? Die hatten eine Doppelgarage und da musste das Dach neu gemacht werden, okay? So. Ja, eigentlich wirklich Pillefanz. So. Dann hat man gesagt, okay, meine Eltern haben das beauftragt. So, und dann gab es einen Streit, was denen eingefallen ist, das einfach ohne Absprache zu beauftragen, dass das Garagendach für beide gemacht wird. Und deswegen, ohne Witz, deswegen haben die sich in die Haare gelegt und haben dann sich einen Anwaltsfight geliefert. Nach 20 Jahren guter Nachbarschaft. Ja, aber das siehst du, pass auf, das sieht man aber wieder den Unterschied. Warum passiert sowas? Ja, pass auf, das sieht man aber jetzt wieder einen Unterschied. Und zwar, das, was du da erzählst, das gleiche war fast bei meinen Eltern auch. Und zwar ging es um Folgendes: Mein Vater hat die Laube und die Garage neu gemacht. Und dann hat sich das Dach, unter neue Mauer gezogen. Und die Mauer hat sich um 10 cm auf Nachbars Grundstück verschoben. Alter, ja. Ey, da ist man nicht in Streit gegangen und sowas. Da ist man einfach zum Notar gegangen und hat gesagt, du, wir müssen es umtragen. Einfach, wir machen jetzt eine Schenkung an die Familie, also meine Familie, und dann passt es wieder. Weil man lebt ja schließlich schon 50 Jahre zusammen, nebeneinander. So, und jetzt sind aber meine Eltern das gleiche Baujahr wie die Eltern von meinem Schatz, aber kommen aus unterschiedlichen Landkreisen. Da sieht man es ja auch schon, dass es da schon anfängt.
Das ist verrückt, ganz ehrlich. Das ist so verrückt, dass einfach... Ja, das, versteh's nicht. Wir kriegen Gegenverkehr. Aha. Ui. Ups. Da ist jetzt gerade einer voll in Schlangenlinie gefahren. Alle Spießer. Heutzutage alle ja. Spießer. Ja, ja, gibt's. Das ist wirklich ja, so. Ja. Ja, und das ist ja... Halt... Oh. Ich hab's heute erst gesehen. Also vorhin bei der Monster Truck Show da und so, ne? Aber heute von so einer Frau. Das Kind wollte zwei Poster haben, ne? Mit ja. Signalien von den Stuntmen da und so. Von den Fahrern und so weiter. Und auf einmal, der Junge so, ja, zwei Poster, ne? Und die Mutter dann gleich so, ja, was sollen die kosten? Ja, 6 Euro für zwei. Oh nee, komm, dann lass mal rausfahren, dann drucke ich dir das aus. Oh toll. Wo ich mir denke, hallo? Oh Mann. Scheiß mal auf die 6 Euro, Alter. Weißt du? Ja. Ja, das aber dann. Ja, genau. Aber dann, ja, da wegen 6 Euro umkacken, aber wenn genau diese Konstellation, die Mutter mit dem Sohn dann im nächsten Saturn oder Elektro steht, wir dann... Bahnübergang, rot. Ja, dann wird dem Kind ein iPad oder was genau. Ich für 300 Euro, ohne mit der Wimper zu zucken, zum Geburtstag kaufen. Ja. Ja, klar. Aber wegen 6 Euro auf dem Festival rumkacken. Geht's nur. Ja, okay, Eintritt hat 17 Euro gekostet, das war ja, aber heftig, ne? Aber trotzdem wegen 6 Euro. Ja, da. Ja. Wenn es jetzt arme Bettler wären, dann okay, aber. Dann hätte ich das auch verstanden. Ja, aber wenn du armer Bettler bist, dann gehst du erst gar nicht auf so ein Festival, klar, ganz ehrlich. Ne? Ja. So, aber läuft. Ich hab ja gerade gesagt, wenn man auf so eine Show geht, dann. Ja, bitte. Ja, wenn ich da hingehe, dann will ich auch was mitnehmen, ist ja logisch. Ja, richtig. Ich gehe doch auf keine Messe, wenn ich nichts mitnehme. Ich gehe doch nicht einkaufen, wenn ich nichts einkaufe. Weißt du? Ich fahre doch nicht in Urlaub ohne eine Urlaubskasse. Ganz ehrlich. Das ist das Nächste. Das ist das oder irgendein Souvenir mitzunehmen, ganz ehrlich. Ja. So, über die Ampel drüber und dann muss ich die nächste links und wir sind ja eh schon am Ziel. Ja, ehrlich. Oh, 4 Kilometer noch, Mensch. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Oh. Ja. Nice. Nicer. Oh. Ja, Ghetto-Slang im Internet hier. Nicer. Wenn wie hieß das eine Video von John? Ah, Ellie, ich komme. Ja, genau, Ellie, ich komme, genau. Das kann er sich merken, gell. Das habe ich letztens mal wieder gesehen. Ellie, ich komme. Ja, das hat irgendwie passt, weil der Name Ellie halt weiblich, weißt du? Und Ellie, ich komme. Hier. Aber hat leider auch nicht viel Aufrufe gegeben, aber das mit dem LS15 oder mit der Zeitreise da, das flasht mich sowas von. Hätte ich nicht gedacht. Das war eigentlich nur aus so einer blöden Idee raus, haben wir gesagt, hey komm, das mach ich jetzt einfach mal. Mach doch mal eine Zeitreise über eine Trachtenwartel und ich sag auch mal was Tolles. Ist in Planung. Also über ETS. Die Geschichte von ETS. Es gibt ja noch die ATMV auf Steel. Ja, das ist ja auch, von STS. Ja. Achso, hier muss ich. Das kommt ja alles mit rein. Wieso fahre ich hier jetzt nach, Leon? Ernsthaft? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Pass auf, ich stehe hier. Ja. Ach, was, gute Fahrt? Ah. Ich muss hier ja gar nicht hin, ich muss ja nach Las Vegas. Verarscht. So. Getrollt. Oh je, Nico, ich hab Angst, dass ich dir irgendwie reinfahre, aber es ist gut gegangen, ne? Warte. Was macht ihr jetzt hier? Okay. Wo ist denn euer Ziel? Las Vegas, gell? Schatz, bei dir? Warte. Las Vegas. Jo, Las Tonopa. Vegas. Ich hätte in Tonopa abliefern sollen. Ach, in Tonopa. Du bist vorbeigefahren. Ich hab euer Spielgeld dabei. Oh Gott. Was? Monopoly-Geld, wo? Schatz, da stehst du mitten auf der Straße, wenn der Gegenverkehr kommt, dann vorbei. Ja, da kommt glaube ich auch gerade jemand. Also ich hab nichts für... Verdammt, vor lauter Schnacken. Oder? Naja. Leon, wo musst du hin? Werkstatt. Ja. Der ist schon Stammkunde, weißt du, er hat schon so ein Zuhause. Oh Moment, ich hab 5% erst, ich hab nur 1% hier. So. 1% hält es. Ja, ich würde jetzt eh sagen,
machen wir dann Cut. Okay. Ja. Weil es sind jetzt 3 Zuschauer da, da brauchen wir beides streamen. Und das Ganze landet sowieso auf YouTube. Der erste Teil von vom Nachmittag und der jetzt, da haben wir die nächsten 2 Wochen Videos. Sehr schön. Genau. So, da können wir uns um was anderes kümmern. Weil morgen Abend um 20 Uhr Minecraft offizielle Server-Eröffnung von uns. Und da werden wir uns mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Wer alles mitgewirkt und Sosi, du bist ja dabei, Leon ja, nicht, nur unter gell? Einem anderen Namen, ich finde es wunderschön. Was hast du dann für Namen? Ja, Sosi. Nibbler EP. Also der Nibbler! Ja, mit Nibbler. Nibbel, der kommt dann mit Nibbel. Nibbel, 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 ja. Nibbel. Auch so Nibbelskin, weißt du? Mit Nibbel, mit Nibbel, 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 Nibbel. Der Ippelpö ist es. Ja. Ja. Mit einem Ippelskin. Mit einem Ippelskin. Immelkissen! Scheiße, warum stellen wir das jetzt gerade so immelmäßig vor? Oh, nein. So nippelmäßig. Okay, also morgen 20 Uhr. Ja, nee, warte, was haben wir gesagt? 20 Uhr oder 20.30 Uhr? Du hast gerade 20 Uhr gesagt. Also. 20 nee, ihr habt doch die Woche was, irgendwas Uhrzeit genannt. Nein, wir waren noch nicht bei der Uhrzeit. 20 Uhr. Dann machen wir 20.30 Uhr, weil um 20 Uhr komme ich erst ins TS. Okay, gut. Alles klar. Bis morgen 20.30 Uhr. Bis dann. Tschüss. Yeah, bis morgen. Tschüss. Tschüss.